Les espaces gros und klein. Les espaces gros und klein. Les espaces gros und klein. Willkommen bei Les espaces gros und klein. Also, heute haben wir mal den gefunden. Und da, als wir den gelesen haben, da ist uns direkt etwas ins Auge gesprungen. Hier, man sieht schon das Bild, sehr vielversprechend. So, Manuela Maul mit Lucy und Levin findet den Einkauf stressig und teuer. Allein für die neuen Hefte der Tochter sind mehr als 60 Euro fertig. Okay, 60 Euro, natürlich. Neulich war ich bei und da habe ich gesehen, 10 Hefte, 3 Euro. Habe ich mir einfach 20 mitgenommen. 6 Euro passt das, meine Stifte vom letzten Jahr funktionieren noch. Da braucht man keine 60 Euro ausgeben. Dann lese ich mal, was hier oben so steht. So. Stress beginnt schon vor der Schule. Eltern und Schüler tummeln sich im Schreibwarenhandel, um alles für das neue Schuljahr zusammenzubekommen. Ja, das mit dem Stress stimmt schon, aber wieso denn das Ganze? Man kann einfach die Hefte vom letzten Jahr benutzen oder sich ganz billige holen. Ganz einfach. Okay, also da das vielleicht noch nicht genug Zeit war, hier geht's ja noch weiter. Das untere Bild, man kann ja noch ranzoomen, das ist ja kein Stress. So, was steht da denn? Da steht, Tatjana, Andrejew und Tochter Dalisha suchen eine Schultasche aus. Wow, spannend. Sie soll nicht nur gut aussehen, sondern auch passen. Ja, natürlich. Sehr wichtig. Muss natürlich in der Zeitung vorkommen. Kann ja nicht anders. Dazu sage ich nur so einen Scheiß, nein, Spaß. So, das war's für heute mit Lesespaß für Groß und Klein. Lesespaß für Groß und Klein. Lesespaß für Groß und Klein. Lesespaß für Groß und Klein.